Also wir waren eigentlich gerade dabei, einen Short zu machen. Und zwar zu einer Frage, die auf den ersten Blick ganz kurz ist. Wie misst man eigentlich die Masse einer Galaxie? Aber dann habe ich gemerkt, mit dem Short ist es nicht getan. Die Frage ist so schön, da kann man einen etwas längeren Short draus machen. Also man kann ein richtiges Video draus machen. Und das habe ich auch gemacht. Also wie misst man denn die Masse einer Galaxie? Naja, so wie man immer Massen misst im Universum. Man schaut sich Bewegungen an. Man schaut sich das Gleichgewicht von Energien an, von Bewegungsenergie auf der einen Seite und der potenziellen Energie auf der anderen Seite. Die potenzielle Energie, das ist die Energie der Lage, die Energie des Gravitationsfeldes, in der sich etwas bewegt. Und zwar als Testteilchen. Man kann zum Beispiel sowas machen, man fragt sich, welche Geschwindigkeit hat ein Planet um einen Stern? Da gibt es eine alte Sache, ist die sogenannte Kepler-Bewegung nach Johannes Kepler. Der war der Erste, der diese Frage versucht hat zu beantworten und sie gleich richtig beantwortet hat. Das Gleichgewicht von potenzieller Energie und kinetischer Energie im Gravitationsfeld einer dominierenden Masse, in dem Fall natürlich der Sonne. Ja, dann bewegen sich die Planeten wie Testteilchen. Dann kann man sofort aus der Bewegung des Teilchens darauf schließen, welche Masse muss denn da sein. Und genauso macht man es in der Milchstraße auch. Wenn man wissen will, wie schwer eine Galaxie ist, dann beobachtet man ein kleines Teilchen, möglichst mit einem klaren Indikator, wie schnell es ist. Und daraus lässt sich die Geschwindigkeit ermitteln. Und die Geschwindigkeit sagt einem dann, welche dominante gravitative Masse muss denn auf dieses Teilchen wirken, damit es sich so bewegt. Am einfachsten bei den Spiralgalaxien. Das sind Scheibengalaxien, ein paar hunderttausend Lichtjahre groß. Und wenn man dann da am Rande beobachtet, wie diese Scheibengalaxie rotiert, also wie eine Gaswolke sich bewegt oder wie sich Gas bewegt, dann kann man ganz genau berechnen, wie schwer die Galaxie sein muss. Weil wenn sie leichter wäre, wäre das Gas schon weg. Zacka, ja. Und das gibt verschiedene Varianten davon. Eine davon ist die Rotation von Spiralgalaxien. Es gibt aber auch heißes Gas um elliptische Galaxien. Das hat ein paar Millionen Grad. Das müsste längst weg sein, ist es aber nicht. Warum? Weil es offenbar Materie gibt, die man nicht sieht, die das Gas festhält. Dieses Verfahren, das man nämlich genau versteht, man beobachtet Bewegungen und fragt dann, welche Masse muss denn da sein, damit diese Bewegungen überhaupt möglich sind. Dieses Verfahren benutzt man von Anfang an. Weil nur Massen können Massen bewegen, also sind diese großen kosmischen Massen immer nur dann in Bewegung, wenn irgendeine andere Masse durch die Gravitation sie beschleunigt hat. Und so können wir direkt aus der Bewegung der leuchtenden Materie darauf schließen, was für dunkle Materie es gibt. Das heißt, das Verfahren läuft immer so. Sogar bei Galaxienhaufen. 1935 beobachtet Fritz Zwicky zum ersten Mal im Koma-Haufen, dass die Galaxien in diesem Galaxienhaufen sich mit ein paar tausend Kilometer pro Sekunde bewegen. Und Zwicky, schlauer Mann, kannte natürlich auch die Kepler-Argumente schon sofort, hat sofort gerechnet, aha, dieses V, da müsste es so und so viel Masse geben. Also eine Riesenmenge an Materie müsste da sein. Und Zwicky hat sich die Aufnahmen von Koma angeguckt und hat angefangen zu zählen. Hat die einzelnen Galaxien gezählt und dann hat er so abgeschätzt, wie viel Gas könnte es denn zwischen den Galaxien geben. Dann hat er einen Strich drunter gemacht und hat festgestellt, oh, da fehlt aber was. Das ist ja viel zu wenig. Die leuchtende Materie ist ja viel zu wenig. Das Masse-zu-Leuchtkraft-Verhältnis, also die Masse, die wirkt und die Leuchtkraft, die ich sehe, ist ja viel zu groß. Da muss es ja eine Unmenge an dunkler Materie geben. Das war der erste Hinweis. Später dann wurde in den Spiralgalaxien die Rotationskurven gemessen. Das war der nächste Hinweis. Auch da stellte man fest, um die hohen Rotationsgeschwindigkeiten von Galaxien zu verstehen, braucht man dunkle Materie. Und zwar richtig viel. Dann hat man die elliptischen Galaxien beobachtet, hat die Röntgenhalos festgestellt. Heißes Gas müsste längst verschwunden sein, ist aber noch da. Und. Und dann kam es sozusagen zur größten und wichtigsten Beobachtung überhaupt, nämlich der der Gravitationslinsen. Da wurde auf einmal die allgemeine Relativitätstheorie zum Instrument. Die allgemeine Relativitätstheorie sagt ja, dass die Anwesenheit von Massen die Lichtwege verformen. Das heißt also, wenn es zwischen leuchtenden Galaxien irgendwo am Rande des Universums und uns dunkle Materie gibt, dann müsste diese dunkle Materie die Lichtwege verformen und die Galaxien, die weit entfernt von uns sind, müssten am Himmel projiziert erscheinen, verzerrt, also eben als Gravitationslinsen sichtbar sein. Und so hat man praktisch direkt nachgewiesen, dass da draußen was ist. Und zwar nicht nur um die einzelnen Galaxien oder um Galaxienhaufen drumherum. Und man hat auch nachgewiesen inzwischen, dass die dunkle Materie sogar notwendig ist dafür,
dass es überhaupt Galaxien gibt. Denn sie hat keine elektromagnetische Wechselwirkung. Das heißt, sie hat überhaupt keine Wechselwirkung mit Strahlung. Sie absorbiert kein Licht, sie gibt kein Licht ab. Und so war es möglich, dass sie sich am Anfang im Universum viel schneller verdichten konnte als die leuchtende Materie, die immer noch unter dem Strahlungsdruck des Anfangs stand. Ohne dunkle Materie wird es keine Galaxien geben. Und das Gewicht unserer eigenen Galaxis lässt sich eben tatsächlich auch direkt daraus ausrechnen. Das meiste in der Milchstraße ist dunkle Materie. Das sagen uns die Bewegung der Kugelsternhaufen, das sagt uns die Rotation der Milchstraße, ja sogar die Bewegung der anderen Galaxien sagt uns etwas darüber aus, wie schwer unsere eigene Milchstraße ist. Eine Sache noch, was wir inzwischen auch herausgefunden haben, ist, die Zukunft für die Milchstraße wird großartig. Sie wird demnächst die Andromeda-Galaxie treffen. Und dann werden sich die dunklen Materien dieser beiden Galaxien verschmelzen. Es wird zu einer riesengroßen elliptischen Galaxie werden. Toll. Also so macht man das mit der Masse einer Milchstraße. Also Fazit, aus der Bewegung von leuchtender Materie kann man auf die dunkle Materie schließen. Die dunkle Materie ist inzwischen längst auch ein Teil der Kosmologie geworden, also ein Teil des gesamten Universums. Und die dunkle Materie stellt nach wie vor eine der ganz, ganz großen Herausforderungen der Physik dar. Denn eines wissen wir noch nicht, aus welchen Teilchen sie wirklich besteht. Aber ich bin ziemlich guter Dinge, dass wir das eines Tages rausfinden werden. Also, bis dahin.